Borussia Mönchengladbach zeigt sich gegenüber Eurosport nach der Niederlage gegen den SC Freiburg selbstkritisch, möchte das Ergebnis aber nicht zu hoch hängen. Beim Sportclub herrscht indes große Zufriedenheit. Hier sind die Stimmen und Reaktionen zum 9. Spieltag der Bundesliga. SC Freiburg, Borussia Mönchengladbach 3:1. Lukas Höhler, SC Freiburg: Ich wusste, dass ich den Ball voll Spann nehmen musste, sonst wäre er wohl nicht reingegangen. Wir versuchen auch nächste Woche gegen Bayern etwas mitzunehmen. Luca Waldschmidt, SC Freiburg: Wir haben uns als komplette Mannschaft reingekämpft und gegen eine gute Gladbacher Mannschaft eklig gespielt. Wir waren heute als Team auf dem Platz und dann wird es gegen uns für jeden Gegner schwer. Nils Petersen, SC Freiburg: Gegen Gladbach muss man erstmal gewinnen. Wenn wir so spielen wie heute, ist es für jeden Gegner unangenehm. Jan Sommer, Borussia Mönchengladbach: Wir haben ein Spiel verloren, mehr nicht. Wir haben uns das natürlich anders vorgestellt, aber am Ende war es ein verdienter Sieg für Freiburg. Wir haben die Lösungen heute nicht gefunden. Dieter Hecking, Trainer Borussia Mönchengladbach: Wir haben das frühe Gegentor eigentlich sehr gut weggesteckt. Mit dem 2:1 hat Freiburg die Räume noch enger gemacht und wir haben keine Lösungen mehr gefunden. Im letzten Drittel war wir leicht zu verteidigen. Werbung, Werbung.